Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der OV-Video-Wochenschau. Genauer gesagt, meine letzte Wochenschau. Meine Zeit bei der OV geht zu Ende und ich möchte es nicht versäumen, mich vernünftig und ordentlich von euch zu verabschieden. Ich habe vorhin erst noch in die erste Wochenschau reingeschaut. Da stand ich noch draußen auf einem Balkon. Wir können da mal eben kurz reinschauen. Ja, so ging es damals los, vor 2,5 Jahren. Damals. Klingt immer so, als wäre man eine alte Oma. Aber vor 2,5 Jahren ging es los. Die erste Wochenschau war da. Meine Zeit bei der OV hatte da begonnen. Und in der Zwischenzeit habe ich viel erlebt, viel gesehen. Ich sage nur Hofblick, unter anderem die Musikserie Wir machen Musik. Ich wäre einmal fast im Moor versunken. Und im Knast bin ich auch noch gelandet. Und ich habe sogar einmal geschafft, Covergirl der OV zu sein. Und zu guter Letzt dürfen natürlich ein paar Outtakes nicht fehlen. Die habe ich hier und da mal zusammengeschnitten. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt davon. Ihr wisst ja spätestens seit Weihnachten letzten Jahres, was meine eigentliche Berufung ist. Wer es nicht weiß, hier ein kleiner Hinweis. Mein Name ist Anushka und ich bin im ersten Lehrjahr zur Weihnachtsfrau. Morgens füttere ich meistens als erstes die Rentiere, weil dann sind die schon mal versorgt. Danach muss ich meistens den Mantel und die Schuhe vom Weihnachtsmann sauber machen und putzen. Und ja, dann geht es eigentlich schon direkt los, alles was mit Geschenken zu tun hat und Geschenke zu verteilen. Ich kann und will mich bei euch allen herzlich bedanken. Danke fürs Zusehen, danke fürs Mitverfolgen der Videos auf der Facebook-Seite der OV oder auf dem YouTube-Kanal. Danke fürs Liken, danke fürs Teilen. Ich habe viel gesehen und erlebt bei der OV. Es waren schöne Erfahrungen dabei. Doch auch diese Zeit geht jetzt zu Ende und ich verabschiede mich, wünsche euch allen frohe Ostern und ja, es ist ja irgendwie schon was dran, wenn man sagt, man trifft sich immer zweimal im Leben. Also von daher, das stimmt wirklich, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Den einen oder anderen wird man bestimmt mal wiedersehen und ja, ich wünsche euch so oder so nur das Beste und alles Gute.